Cecil, ich will so richtig shredded werden. Also so richtig 8-Pack und ich will, dass man alle Muskeln sieht. Unbedingt. Ich esse jetzt morgens immer richtig schön fettarm Haferflocken mit ein bisschen Proteinshake. Mittags schön Fleisch und Reis und abends nur noch mal Reiswaffeln und auch noch mal ein bisschen Putensteak dazu. Ist mega. Da stimmst du mir doch zu, oder? Ja, okay, aber wann wolltest du jetzt noch mal Fette verbrennen? Ja, ich dachte den ganzen Tag über. Junge, das funktioniert so nicht. Nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach hier. Wie wird eigentlich ausgesprochen, der Name? Cecil! Ihr wollt richtig shredded sein, also richtig definiert. Die Männer wollen vielleicht ein 8-Pack haben, die Damen möchten richtig schön schlank sein, Bikini-Figur. Wie bekommt man das hin? Also sprechen wir heute über die Fettverbrennung. Ich habe hier noch einmal ein Bild, das habe ich eigentlich zur Diabeteserklärung hier aufgemalt. Könnt ihr gerne auch anschauen, das Video, auch sehr interessant. Aber jetzt geht es hier erstmal um die Fettverbrennung. Basic. Alle denken immer. Also ich hatte heute Reiswaffel, Trockenpute, richtig gut. Heute Morgen Haferflocken. Super für die Fettverbrennung. Das besprechen wir jetzt mal, ob das wirklich so super für die Fettverbrennung ist. Was habe ich hier? Ich habe hier die Muskelzelle. In der Muskelzelle wird verbrannt. Kohlenhydrate oder Fette, es wird da verbrannt. Und zwar, genauer gesagt, in den Mitochondrien, also in den Kraftwerken der Zelle. Das ist die Zelle, Muskelzelle, Zellrand. Hier haben wir das L-Galactin-Transportsystem. Das sind so kleine Autos, die entweder die Kohlenhydrate, also die Zucker oder die Fette vom Zellrand zum Kraftwerk fahren und da wird Energie gewonnen. Dann haben wir eine Steuerungszentrale, die entscheidet so, was in der Zelle passiert. Und hier haben wir die Bauchspeicheldrüse, die schüttet dann zum Beispiel Insulin aus, Blutbahn, Fettgewebe als Lagerhalle. Was passiert, wenn ich morgens meine super toll gesunden Reiswaffeln oder Haferflocken, total fettarm oder wie auch immer, was passiert, wenn ich das esse? Ich schlucke Kohlenhydrate runter. Die Kohlenhydrate, auch wenn es komplexe Kohlenhydrate sind, also eine Zuckerkette, dann kommen die hier an und im Magen werden die durch Amylase, durch ein Enzym, klein gehackt und durch die Magensäure und dann fallen die hier runter und im Blut kommt immer Zucker an. Also wenn ihr den ganzen Tag nur Vollkornbrot esst, dann esst ihr den ganzen Tag nur Zucker, weil im Blut kommt immer Zucker an. Was wird dann gemacht mit dem Zucker? Die Bauchspeicheldrüse sagt, okay, da ist einiges an Zucker angekommen. Ich schütte mal Insulin aus. Dann schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Insulin ist ein Schlüsselhormon, also fährt an die Zelle, macht die Zelle auf, verstoffwechselt und macht die Zelle wieder zu. Also hier sind die Zuckermoleküle, auch wenn ich Vollkornbrot esse, ihr wisst, Zucker. Zucker habe ich hier, Insulin, der Schlüssel fährt hier wupp, 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 an den Zellrand, sagt einmal Tür auf bitte, Kohlenhydrate rein. Die Kohlenhydrate, die Zucker werden hier zum Kraftwerk gebracht. Es wird Energie gewonnen, super, alle sind happy. Das Problem ist nur ein anderes. Das Problem ist, dass wir ja gar keinen Zucker eigentlich verbrennen wollen, sondern wir wollen ja Fett verbrennen. Wir wollen dann eine gute Fettverbrennung haben. Oder geht ihr ins Fitnessstudio und sagt: Hallo Trainer, heute möchte ich mal was für meine Kohlenhydratverbrennung tun. Nein, ihr wollt Fette verbrennen. Sprich, ihr wollt aus dem Fettgewebe, dass die Fettsäuren freibrechen, ins Blut kommen, über die Blutbahn zur Muskelzelle gehen, Tür geht auf, Fettzellen ins Auto rein, zur Verbrennung, wupp. Das Problem ist aber, wenn Kohlenhydrate im Spiel sind, wenn die gegessen werden, dann sagt der Körper immer: Ah, Kohlenhydrate, super, die kann ich richtig leicht verbrennen. Fette, ja Fette, 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 ja, die speichere ich jetzt erstmal. Also der Körper hat immer eine Priorität. Was verbrennt er zuerst? Wenn ihr Alkohol zum Beispiel trinkt, dann verbrennt er erst den Alkohol. Das ist erstmal, das muss er erstmal wegarbeiten, bevor er dann an den nächsten Treibstoff kommt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Kohlenhydrate esst, dann ist die Fettverbrennung komplett unterbunden, weil der Körper hat ja erstmal damit zu tun, die Kohlenhydrate zu verbrennen. Ganz logisch. Wenn ich jetzt auch noch Kohlenhydrate mit Fetten zusammen esse, ja, dann ist es klar, der Körper kriegt die Kohlenhydrate, Zucker ins Blut. Zucker kann er sehr viel leichter verbrennen als Fette. Deswegen sagt er hier im Blut, okay, Zucker komm hier rein zur Verbrennung, Fette brauche ich gerade nicht. Dann speichere ich die einfach im Fettgewebe. Deswegen ist es sowieso tödlich, Fette mit Kohlenhydraten zusammen zu essen. Und auch nur Kohlenhydrate ist für die Fettverbrennung auch tödlich. Wenn ich den ganzen Tag über nur Kohlenhydrate esse, verhindere ich den ganzen Tag über, dass aus dem Fettgewebe die Fetttröpfchen freigebrochen werden und zur Verbrennung kommen. Eigentlich ganz logisch. Und die Leute, die immer sagen:
Ey, ich esse nur Pizza den ganzen Tag, aber ich habe solche Gains und ich habe, oh, meine Fettverbrennung läuft richtig gut. Da solltet ihr vielleicht mal ein bisschen skeptisch sein, ob da vielleicht irgendwelche anderen Substanzen mit im Spiel sind. Ist ja heutzutage nicht mehr ganz so außergewöhnlich. Also heutzutage greifen halt viele Menschen einfach zu unerlaubten Substanzen. Würde ich immer von abraten, da mache ich ein extra Video zu. Aber da funktioniert es. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Testosteron reinknallt oder Wachstumshormon, dann funktioniert es wirklich, dass man eigentlich essen kann, was man will und man hat so eine starke Fettverbrennung. Da macht es dann auch nichts, wenn die Pizza essen. Aber beim Normalsterblichen, weil wir wollen ja natural bleiben, auf jeden Fall, da ist es halt so, das sind halt Mechanismen. Und da kann man auch nicht wirklich so drüber diskutieren. Da gibt es jetzt viele, die sagen, ey nein, Carbs brauche ich auf jeden Fall, um Energie zu haben. Ja, um Energie zu haben, alles schön und gut. Aber wir sprechen ja jetzt über die Fettverbrennung. Und das ist nun mal leider so, wie es hier ist. Der Körper nimmt nun mal immer erst die Kohlenhydrate zur Verbrennung. Bei einem Triathlet oder Marathonläufer, da sagt der Körper, diese Glykogenspeicher, die spare ich ein bisschen und ich versuche schon mal Fett, weil es ist natürlich nicht alles schwarz und weiß, klar. Da versucht der gut ausgebildete Ausdauersportler schon mal das Fett ranzuziehen und die Kohlenhydrate so ein bisschen zu sparen für zum Beispiel einen Berg oder einen Extraspind oder einen Endspurt oder so. Da versucht der Körper schon prozentual ein bisschen mehr Fett reinzunehmen. Aber das ist wirklich bei Leuten, die wirklich Ausdauersportler sind. Für die Normalsterblichen ist es immer so, dass der Körper sagt, super, Kohlenhydrate, gib her, gib ihm und die nehme ich als erstes zur Verbrennung. Deswegen, meine Freunde, wenn ihr richtig shredded werden wollt, also Fette verbrennen wollt, dann müsst ihr die Kohlenhydrate einschränken. Kohlenhydrate aufnehmen über Gemüse zum Beispiel, ansonsten viel Fisch, Fleisch, Eier, natürlich das Training anpassen, Ausdauer anpassen, alles anpassen und dann kommt ihr wirklich in eine gute Fettverbrennung, wo ihr den ganzen Tag wirklich Fette verbrennen könnt. Und ihr müsst natürlich in der negativen Kalorienbilanz sein. Also wenn ihr zum Beispiel 3000 Kalorien am Tag verbrennt, ihr nehmt aber 7000 Kalorien auf, auch wenn es kohlenhydratarm ist, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn es nicht so ganz rund läuft mit der Fettverbrennung. Deswegen Basis immer negative Kalorienbilanz. Kohlenhydrate schön reduzieren, damit man wirklich effektiv Fette verbrennen kann und dann werdet ihr auch nach und nach richtig shredded. Wenn euch das Video gefallen hat, einmal hier abonnieren, Snapchat, Instagram, Facebook. Fragt mich unbedingt weiter. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, ob ihr andere Fragen habt, vielleicht zu anderen Themen, egal was. Fragt mich einfach, schreibt in die Kommentare rein. Und wenn ihr eine perfekte Anleitung über 8 Wochen haben wollt, dann checkt mal unbedingt meine Seite maximumprinzip.com aus. Da habe ich in meinem Trainingssystem wirklich alles erklärt, von A bis Z, über 80 Videos, Ernährungspläne, Trainingspläne, Rezepte und so weiter. Da ist wirklich alles drin. Checkt es aus. Ihr könnt auch da eine 7 Tage kostenlose Tour machen sogar. Euer Coach, Sessio.